Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir werden heute die restlichen Quests noch machen und ich hoffe, dass wir das in dieser Folge auch alles schaffen werden. Ich bin echt gespannt. Viel habe ich nicht mehr offen, ich kann es euch mal zeigen auf der Karte. Wir haben jetzt hier noch zwei Quests und da haben wir hier noch was. Sollen wir mit dem Orakel von Delphi sprechen? Und hier halt noch die Quest. Und was ich gesehen habe, wir haben hier unten noch ein Fragezeichen. Das machen wir dann später schnell. Hier unten müssen wir abgeben. Ja, und dann müsste der Bereich eigentlich abgeschlossen sein. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge. Machen wir das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, und dann schauen wir doch mal. Gehen wir erstmal zu dem Ausrufezeichen dort hinten. Sofa. Komm hierher, du rückgratlose. Dann schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Wenn das nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Cassandra. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Einmal Söldner, immer Söldner. Einmal Söldner, immer Söldner. Davon kann man sich nie ganz lösen. Recht hast du. Das stelle ich gerade mal wieder fest. Der Ärger geht und kommt doppelt zurück. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein. Aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Na, bin ich ja mal gespannt. Ich finde die Priester natürlich. Also gut, ich helfe dir. Aber... Aber was? Meine Hilfe ist natürlich nicht du billig. Du weißt, dass meine Hilfe nicht billig ist, Photios. Na, du warst immer zuverlässig. Tödlich und geldgierig, aber zuverlässig. Ich finde die da Priester. Fällt mir ein, ich fand einen toten Priester. Er hatte einen Brief bei sich. Ja, brat mir einen Storch und nenn mich Hermes. Sie waren es. Was stand drin? Ich hab schnell erledigt. Dass sie zur Despina-Festung wollen, um ihre Beute zu verkaufen. Dort gehe ich auch hin. Okay, die Saphire sind in Phokis. Sie sind im westlichen Teil des Hügels des Heiligen Krieges. Sie sind in der Defina-Festung. Schauen wir doch gleich mal auf die Karte. Bin hier schon irgendwas angezeigt? Phokis. Okay, Phokis ist das Gebiet des Heiligen Krieges. Westlich. Okay, also müsste es hier sein. Das ist hier irgendwo. In der Delfinerfestung. Die hier, oder was? Ach, hier habe ich doch Scheiß gemacht. Okay. Ja, dann müssen wir dorthin. Das hilft nicht. Dann gehen wir aber, Leute. Gehen wir einen kleinen Umweg und machen das Fragezeichen noch schnell mit. Und danach gehen wir zu der Festung. Wenn wir eh schon in dem Bereich dort hinten sind, dann können wir das gleich mitmachen. Kann ich da vielleicht hin? Porten? Da ich da schneller bin? Hätte ich aber nicht freigeschalten hier. Okay, aber jetzt hier hin porte und dann hingehe. Ich glaube, das bleibt sich gleich. Dann gehen wir gleich zu Fuß. Okay. So, okay. Und gucken wir, ob wir auf dem Weg ein bisschen Holz noch mitnehmen können.
brauchen wir das ganze Holz zum Ausbauen vom Schiff. Und ich denke auch später zum Waffen-Upgraden. Aber wie gesagt, die Waffen werde ich jetzt noch nicht so den Fokus drauf legen, wenn man ja immer wieder neue Waffen bekommt. Und da wäre es ums Material dann schade. Komm, ich muss mal das Pferd holen. Vielleicht geht es ja schneller. Komm hier mit. Hütte hü. Los jetzt, her! Links irgendwie weg kann oder so? Nee. Wo wieder da. Oh, hier können wir vielleicht hoch. Oh, komm, Pferdl. Zieh durch. Zieh durch. Einsamer Turm. Okay. 13. Banditenführer, antike Torfel. Wo ist die? Da ist der Schatz. Okay. Schon mal. Tafel haben wir. Und der Schatz ist dort hinten. Okay, die haut ab. Und lassen rennen. Okay, damit ist der Ort auch abgeschlossen. Gut, damit wäre das letzte Fragezeichen abgeschlossen. Dann gehen wir doch mal, porten uns hierher und gehen dann zur Festung. Und danach können wir dann gleich hier rüber gehen. Hier haben wir nämlich auch noch was. Können wir was abgeben. Genau, und dann wieder dort hoch, würde ich sagen. So, ach, jetzt kann ich nicht synchronisieren, weil ich noch in dem Kampfgebiet bin, oder? Muss mal rausgehen. Jetzt müsste es gehen. So, schnelle Reise. Oh, die Ladezeiten sind echt extrem.
So, da la. Festung müsste hier über den Berg sein. Da hinten sehen wir sie eh schon. Und dann können wir auch bald mal mit der Schlacht beginnen hier für das Gebiet. Sieht oben rechts 5 Fähigkeitspunkte habe ich mittlerweile schon wieder. Aber ich kann auch nichts skillen. Ich muss jetzt in der Geschichte weiter vorankommen oder halt vom Level aufsteigen. Und die anderen Sachen, was ich skillen könnte, interessieren mich jetzt noch nicht. Da will ich noch ein bisschen warten. Ne? Ich sehe sie. Normalerweise dürften hier nicht mehr viele Gegner sein. Ich habe sie ja letztes Mal eigentlich abgeschlossen, die Festung. Ich weiß nicht, ob sie wieder respawned sind in der Zeit. Aber ich sehe jetzt hier gar nicht so viele. Okay. Sind doch noch ein paar da. Alle habe ich nicht gekillt. Aber viele sind es nicht. Ich muss bloß aufpassen, dass sie halt nicht das Feuer anmachen. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Okay. Ich schaffe die Saphire. Okay. Gucken, wo die sind, die Saphire. Ich schätze mal hier in dem Häusle. Hier sind sie. Okay. Haben wir das auch erledigt? Aber sie glänzen noch wie Saphire. Und dann könnten wir eigentlich mal hier rüber gucken. Da gibt's gut XP. Wir sind jetzt eng fürs Pferdchen hier. So. Endlich frei! Ich dachte schon, ich komme hier nie weg. Gesamtrüstungswert, neue Gravur freigeschaltet. Sehr schön. Und Stufe 16. Damit könnten wir eigentlich jetzt skillen. Schauen wir gleich mal rein. Weil nämlich auf Stufe 16 können wir weitermachen. Schauen wir noch, was wir hier machen können. So, was können wir hier machen? Kommen wir weiter in der Geschichte voran, bla bla bla. Kommen wir weiter voran. Kommen wir weiter voran, okay. Hier könnten wir was machen. Den Schaden um 40%, also 10% noch mehr. Das werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Brauchen wir mehr Nahkampfschaden. Das hier wollte ich gerne noch skillen. Hier können wir auch was machen.
Wenn wir den Giftschaden noch erhöhen, das nehmen wir auch mit. Und hier müssen wir halt überall da etwa noch... Ah, hier können wir noch was machen. Attentatschaden erhöhen. Das nehmen wir auch mit. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. 3 Punkte hätten wir jetzt noch übrig, aber ich will noch ein bisschen warten. Niederspeer, das haben wir doch noch gar nicht, oder? Füge eine Schleifung mit tödlicher Präzision anrichtet. Dafür musst du ein Reich wieder außerhalb des Konflikts sein. Das hört sich auch nicht schlecht. Dann rufe einen deiner Bootsleute, damit er deiner Gegner für mindestens 30 Sekunden ablenkt. Aber ich weiß nicht, ob der dann sterben kann. Das ist dann natürlich schlecht. Was gibt's hier noch? Beschwöre das Feuer von... Ah, das ist die Feuerskillung, die will ich nicht haben. Verstärke deine Rüstung um 30%. Eine Schockwelle macht alle Gegner umkreis von 3 Metern benommen und richtet 150% gegen... Oh, das hört sich auch nicht schlecht an. Kommt das immer auch mit? Okay, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Das lassen wir jetzt erstmal so. Skillen kann ich ja immer noch. Wie macht die Schockwelle? Okay, ich glaube, das werden wir rausfinden. Spätestens im Kampf wird bestimmt irgendwie was eingeblendet werden. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hier sind wir eigentlich fertig. Da hinten sind wir fertig. Das heißt, wir könnten rein theoretisch jetzt die 2 Dinge noch hier machen und dann könnten wir bald hochschauen zu der Schlacht, genau. Also porten wir mal. Also ich finde schon heftig, was hier alles zu tun ist in dem Game. Sind jetzt eigentlich erst im dritten Gebiet und wir haben schon, glaube ich, an die 17 Stunden Spielzeit. Also man kann sagen, ungefähr pro Stunde ein Level. Aber ich denke, die Schlacht werden wir in einer separaten Folge machen, weil die dauert dann einfach zu lang. Sodala. Und dann... schließen wir die noch hier ab. Hier. Gute Neuigkeiten. Ich habe sie. Sollte ich fragen, warum sie blutig sind? Ganz abwischen, Mensch. Die Priester waren keine guten Diebe. Kurz in See reingehalten. Ja, wenn ich nur ein bisschen jünger wäre, hätte ich versucht, die Belohnung runterzuhandeln. Zum Glück bist du alt. Handeln ist nicht, Mensch. Hier ist ein kleines Stück aus der Schatzkammer. Niemand wird es vermissen. Hoffentlich, sonst musst du einen anderen Söldner hinter mir herschicken. Jere Photios. Wenn du jemals diesen alten Hund Markos wieder siehst, sag ihm, du verlangst einen Mindestlohn. So. Abgeschlossen. Gut, und dann werden wir jetzt die letzte Quest machen. Und zwar mit Delphi reden. Die Orakel. Hey, was ist denn jetzt da schon wieder? Was hier will ich machen, Mage? Immer Neues.
Cassandra, ist Barnabas. Das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später, unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Was sagst du? Ich habe sie noch nicht getroffen. Ich habe mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Und tu die Finger weg. Wie? Nimmst du die Finger weg? Aber. Bleib zurück. Ein Schritt weiter und du hast den Speer an deiner Kehle. Sag mir, wer du bist. Ich habe auch erwähnt, dass du etwas aufbrausend bist. Jeden hier ranlassen. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also, wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Ich habe Fragen an das Orakel. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen. Aber diese Schlange, ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist sie nicht genauso großartig, wie ich sagte? So, jetzt sprechen wir mit dem Orakel. Hoffentlich. Was ist denn da hinten? Es ist da schon wieder eine neue Quest aufgegangen. Einen Geist befragen? Okay. Jetzt gehen wir da rein. Die andere Quest kann ich später machen. Ja, auf Zeiten hier. Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich aus, als würde ich mich hinten anstellen? Würde ich auch mal sagen. Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende. Kann ich meinen Speer reinrammen? Oh, wo ist meine Mutter, wo ist mein Vater? Komm, wo ist meine Mutter? Als Kind verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du das wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber woher? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte, der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Oh, was ist denn da los? Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall.
Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Alter, was bin ich fertig für heute? Ich gehe nicht ohne Antworten. Herodotos, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin, was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich hätte irgendwas gehört. Ein Krass Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer. Ja, die kann man ja killen, die Wachen. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich sie gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Okay. Wo in Delphi könnte sie sein? Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll. Aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Okay, ich gehe suchen. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt. Und meine Antworten bekommen. Cassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Jupp. Okay. Haben wir ein paar EP gemacht? Also. Was ist die noch? Ah, Söldnerin. Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Oh, pass besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih Alte, mir. Schreckschraube. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Ich will nicht alles wissen, bitte. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Bei den Göttern, Frau. Ich sagte, erspare mir die Details. Ich hätte nicht gedacht, dass eine so harte Söldnerin so empfindlich sein kann, wenn es um ein bisschen Spaß geht. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, was für Ding? Kann ich das Elixier Bärenhoden. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein.
Ich komme bald wieder zurück. Vielleicht habe ich sie ja schon. Nee, will ich nicht. Alter, Bärenhoden. Okay, dann machen wir die andere Quest später, weil ich denke mal, das ist ein Teil der Hauptquest, ist die andere. Und nicht, dass wir auf einmal aus dem Gebiet hier rausgeportet werden. Habe ich nämlich keine Lust drauf. Bären findet man im Nordhängen des Berg Panas. Hirsche findet man im Nordhängen des Berg Panas. Okay, müsste alles an der gleichen Stelle sein. Nordhängen, Berg Panas. Berg Panas, Nordhänge. Muss hier irgendwo sein. Dann schauen wir doch mal dahin. Wo wir die Bärenhoden besorgen können. Und die Hirschzunge. Ja, hier dann irgendwo rumeiern. Vergiss immer wieder die Kamera anzumachen, Leute. Sorry dafür. So, sind hier schon welche? Irgendwo? Ich denke mal, da oben werden die sein. Ja, geh hoch. Na, geh doch mal hoch. Was macht die denn? Mann. So, okay, dann schauen wir doch mal, ob wir hier ein paar Hirsche finden oder so. Ach, da unten ist das Fragezeichen, oder? Wahrscheinlich. Und so da drunter. Da waren wir schon gar nicht so falsch. Also die Richtung hat schon mal gestimmt. Okay, das ist doch schon wieder was anderes. Das ist wieder komplett was anderes, oder? Eigentlich sind wir schon wieder komplett woanders. Ich habe aber nichts gesehen, auch einen Hirsch oder so. Die ganze Zeit rennen sie dir über den Weg und wenn sie dann wirklich mal brauchst, dann sind sie nicht da. Gehen wir trotzdem mal hier runter, vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin ja was. Weit runter. Vielleicht besser, wenn wir uns normal abseilen. Okay. Ah, da sind die Hirsche, okay. Was
für ein Elixier erfordert solche Zutaten? Okay, das Ding haben wir. Jetzt brauchen wir bloß noch Beeren. Die müssten ja auch irgendwo sein. Löwe des Leonidas. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwo noch Beeren sehen. Hier scheint nichts zu sein. Da oben ist ein Fragezeichen. Dann gehen wir mal diese Richtung. Und dann werden sie uns schon reinlaufen. Scheint eine heiße Quelle zu sein. Hier sehe ich jetzt aktuell nichts. Aber ich weiß eben nicht, wie viel man halt sieht. Ob man die Gegner hier sieht noch oder nicht. Nordhang ist es auch schon nicht mehr. Schon glaube ich bald der Osthang hier. Ja, da vorne sind Bären, oder? Nee. Da sind Hirsche. Du an. Schauen, dass ich nicht zu weit hier. Jetzt kommt mich schon wieder in das andere Gebiet hier rein. Glaubt, dass wir wieder lieber zurückgehen. Wir drehen mal um. Ob das schon wieder das andere Gebiet wäre. Schon rumrennen hier. Also vorne haben wir die Hirsche getötet, also müssten sie
die Bären nicht auch hier irgendwo sein? Gehen wir wieder in die Richtung. Bist du hier unten irgendwo? Ah, da. Okay. Uff, wie das stinkt. Okay. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Dann hätten wir das. Würde ich sagen, zurück. Wir porten aber. Okay, jetzt kann sie ihren Liebessaft brauen. Die alte Hexe. Wo ist die? Die ist da oben. So, hier, du Alte. Ach, du bist zurück und keinen Augenblick zu früh. Ich habe, was du wolltest. Wer ist das, Auxesia? Oh. Das ist die Söldnerin, die unseren Funken neu entfachen wird, mein Liebster. Oh nein, das hatten wir doch schon. Ich kann dich nicht mehr befriedigen. Du bringst mich noch um mit deiner Lust. Unsinn, ich bereite dir ein Elixier zu, das dir die Lebenskraft eines sehr viel jüngeren Mannes verleiht. Götter, rettet mich. Ich schaff das nicht mehr. Bei allen Göttern bezahlt mich jetzt mal jemand. Wenn ich mir das noch länger anhören muss, wird mir schlecht. Bah, junge Leute, sie verstehen die wahre Liebe nicht. Hier, das sollte mehr als genug sein. Na, die Alte. Vielen Dank. Komm, Koragos. Oh, jetzt kannst du pimpern, bis dir die letzten Haare ausfallen, Mädchen. So, erledigt. Ist hier noch was, irgendwas mitzunehmen? So, okay, dann schauen wir doch mal auf die Quests. Leb in Fokus. Legende am Pollon. Okay, dann schauen wir doch mal. Also, ihr Haus ist die Hauptstadt von Delphi. Pythia, Kyra. Haus ist im Hauptort von Delphi. Ja, wo ist Delphi? Sind wir gerade in Delphi, oder? Heiligtum von Delphi im östlichen Teil. Hier irgendwo sein.
hier irgendwo. Schauen wir doch mal, ob wir das finden. Heiligen Lande des Apollon. Fokus. Heiligen Lande des Apollon. Ah. Im östlichen Teil, also ist es hier irgendwo. Haus der Pythia da. Ah, okay. Ah, hab ich falsch geschaut, okay. Nun gehen wir mal da hin. Können wir den Schild nicht hoch, oder was? Da oben in der Höhle, glaube ich, waren wir schon. Müsste eigentlich schon abgeschlossen sein. Ja, die haben wir schon. Das Orakel versteckt sich da drin. Haben wir es eh richtig? Erhalte ich Antworten. Eh richtig herausgefunden. Schauen wir, ob sie wieder Gegner sind oder so. Ja, ist doch klar. Aus der Pythia. Warum wird die Pythia so gut bewacht? What the fuck? Söldner entdeckt. Scheiße. Level 14, das ist ein normaler. Kryton, scheiße, der scheint. Also der scheint episch zu sein. Du da! So viel zum Feingefühl. Im Radio. Okay, ich glaube, ich werde hier ein bisschen langsamer vorgehen. Komm her, du. Bleib, wo du bist! Ja! Soll ich ihn snacken oder nicht? Ich weiß nicht, was ich an den Schaden mache. Oh, nicht viel. Gar nicht viel. Also im Bogen schon mal nicht viel. Kommt das nächste raus? Die hören es wahrscheinlich auch nicht. Was bei allen Göttern! Fuck, der ist down.
Okay, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der down geht. Oh, okay, der hält mir aus. Komm her, du Bastard. Glaube ich eher nicht, dass ich mit dir in die Unterwelt gehe. Na komm her. Du Schlingel, du. Okay, durchsuchen. Ja, wie hieß der jetzt? Warum kann ich den nicht bestätigen? Tod bestätigen oder so? Das ist wie ein Scheiß. Okay. So, jetzt müsste hier eigentlich alles weg sein. Was ist da hinten? Gehen wir noch gleich mal hin. Wer ist denn das hier? What the fuck? Ah, das ist anscheinend so ein Lager von... Okay. Na gut, dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt aber zum Haus von Pythia. Okay, Leute, ich würde aber sagen, was uns dort drin erwartet, beim Orakel. Ich glaube, das könnte ein bisschen längerer Dialog werden. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Es ist doch schon wieder knapp eine Stunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Bis dann wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.